Hallo liebe Filmfans, Sammler und Verpackungsfetischisten und herzlich willkommen wieder mal bei den Prachtstücken. Heute geht es um den Film Asteron aus dem Jahre 1980 von Luigi Cozzi. Wie man unschwer kennen kann, haben wir hier das wattierte Mediabook von XT, welches auf 999 Stück limitiert ist. Die Schrift und das Ei sind schön eingestanzt. Es gibt dann noch eine alternative Cover-Variante A, welche auf 333 Stück limitiert ist, eine Variante B, welche auf 444 Stück limitiert ist, eine C, die auf 222 Stück limitiert ist und von dem Label 84 eine Cover-A-Variante, die auf 500 Stück limitiert ist und eine Cover-Variante B, die auf 111 Stück limitiert ist. Bevor wir das Mediabook allerdings aufmachen, werde ich mal wieder die Inhaltsangabe vorlesen, damit Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, ungefähr wissen, was es gehen wird, und blende dazu Szenen aus dem Trailer ein. Viel Vergnügen! Ein führerloses Schiffswrack treibt in New York auf den Hafen zu. Außer seiner toten Besatzung hat es eine unheimliche Fracht geladen. Eine geheimnisvolle Biomaterie, die offenbar nicht von dieser Welt ist. Ein Rettungskommando der Regierung betritt ahnungslos das Deck, ohne zu wissen, welche Katastrophe damit ausgelöst wird. Der unheimliche Organismus aus den Weiten des Weltalls tötet auf grausame Weise jeden, der ihm zu nahe kommt, und verbreitet sich blitzschnell. Doch dies ist erst der Anfang eines schrecklichen Albtraums. Die Regierung versucht, hinter das Geheimnis der merkwürdigen und überaus gefährlichen Eier zu kommen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Ho, 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 ho. Na, bist du narrisch. Hier sehen wir übrigens auch die Hinterseite des Quarter-Schubers oder des Drittel-Schubers. Ich weiß nicht, wie die korrekte Bezeichnung für dieses Ding ist. Was auch immer. Und nun kommen wir zum Mediabook selbst. Hier entnehmen wir einmal die Discs, denn diesmal finden wir im Inlay tatsächlich einmal auch wieder mal Bilder, nämlich die von Astronauten. Bei dem Film handelt es sich eindeutig um ein italienisches Alien-Rip-Off. Ein sehr low-budget Alien-Rip-Off, welches aber doch die einen oder anderen blutigen Effekte bietet, weshalb der Film auch mal beschlagnahmt war. Eigentlich aus mir unerfindlichen Gründen, denn so hart ist er definitiv auch nicht. Also ich finde die Chestburster-Szene aus Alien wesentlich härter als diese explodierenden Körper, aber ja, muss jeder eben selbst entscheiden. Wir haben viel Text und Bildmaterial, das gefällt mir sehr gut. Und hier kriegen wir sogar noch ein Poster geboten, ein Mini-Poster, beidseitig bedruckt, sehr schön. Ja, so muss das sein. Und auch hier werfen wir einen Blick hinein. Upp. Ah ja, an die Szene kann ich mich erinnern mit den Eiern, die Miniaturszene, die ist ganz gut gelungen von der Atmosphäre her. Ja, ansonsten ist der Film halt schon eine Geschmackssache. Kann man mal sehen. Nun, was gibt es über den Film noch zu sagen? Da liegt noch das Gegröße herum. Den Soundtrack hat Goblin geliefert und der kommt schön stimmungsvoll rüber. Und was ich auch irgendwie gemocht habe, war das schrullige Zyklopen-Alien am Schluss. Ja, es ist natürlich definitiv nicht auf demselben qualitativen Level wie die Alien Queen. Ist da auch wirklich einen ganz anderen Level. Ja, es ist eben was für italienische Genre-Filmfans. Nicht der Über-Drüber-Hit, aber ja, man kann ihn sichten, man kann ihn genießen. Und auch ich hatte meinen Spaß daran. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute wieder. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Über Abos freue ich mich wie immer. Und dann bis zum nächsten Mal bei Prachtstücke.